Ein Gaming- bzw. Streaming-PC für unter 200 Euro. Ist das überhaupt möglich? Das und mehr erfahrt ihr im folgenden Video. Name your game. Also, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, als ich gesagt habe, ich will für unter 200 Euro einen Gaming- bzw. Streaming-PC zusammenstellen? Der Grundgedanke dahinter ist, dass man ein gutes gebrauchtes Gerät kauft und dieses aufrüstet, und dazu eignet sich eigentlich sehr gut, ihr seht hier schon, der HP Compaq 8200 Elite SFF. SFF heißt dabei Small Form Factor, das heißt, der passt eigentlich in jede mittlere Schublade rein. Ich selbst habe hier den Core i5 2500. Den würde ich euch auch empfehlen, und wichtig dabei ist, ihr könnt natürlich auch einen anderen Desktop-PC aufrüsten. Das Wichtigste ist aber meiner Meinung nach, im Jahre 2020 solltet ihr mindestens einen Vierkerner haben, und das ist bei meinem PC, den ich euch vorstelle, auch der Fall. Wir starten also mit dem Grundgerät. Das können wir für ca. 40 bis 50 Euro auf eBay erwerben. Hat auch einen relativ geringen Stromverbrauch für die, die es interessiert. Jetzt werden wir uns eine neue Grafikkarte besorgen, und das wird sein die Asus GeForce GT 1030 mit 2 GB VRAM. Die kostet jetzt zusätzlich 55 Euro, also wir sind bei ca. 105 Euro jetzt. Wichtig ist, dass die passiv ist, das heißt, die hat keinen aktiven Stromverbrauch oder zusätzlichen Stromverbrauch, weil sonst müsstet ihr noch das Netzteil austauschen. Wir sind jetzt also bei 105 Euro, werden jetzt gleich noch den RAM aufrüsten, und dabei ist es wichtig, dass ihr checkt, welche RAM-Slots in eurem PC passen. Das könnt ihr euch normalerweise ergoogeln oder ihr macht einfach den PC auf. Hier können wir nochmals ganze 8 GB RAM dazu holen. Normalerweise enden die Gebote so bei 15 Euro, dann wären wir bei ca. 120 Euro. Und dann brauchen wir aber noch eine schnelle Festplatte, eine SSD, und das wird am besten sein eine Samsung Evo. Da könnt ihr natürlich auch eine 500 GB Platte kaufen, aber da wird es halt dann schon teuer. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, eine 120 GB SSD zu verbauen, und das ist die Samsung 840 Evo, die läuft hier perfekt drauf. Und hier ist es auch schon das gute Stück. Hier seht ihr es neben der Topfpflanze. Es ist also richtig klein und leicht. Man kann es sehr gut irgendwo in einer mittelgroßen Schublade verstecken, oder man könnte es auch als Media Center PC benutzen. Ich zeige euch jetzt hier mal den Aufbau. Wir haben hier den Ein-Ausschaltknopf. Hier haben wir USB 2. Das könnten wir noch auf USB 3 aufrüsten. Dann gibt es hier ein CD-DVD-RW-Laufwerk und einen gleichzeitigen Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang und dann nochmals einen Kopfhörerausgang. Wir können hier also mit dieser Maschine locker ein paar DVDs brennen, auch wenn das nicht mehr zeitgemäß ist. Schauen wir uns mal die Rückseite an, und da sehen wir schon Folgendes. Wir haben hier den Ethernet-Stecker, da geht das Internet rein, und dann haben wir 6 USB-Stecker. Und was noch sehr cool ist, wir haben hier einen DisplayPort-Stecker, das heißt, wir können Monitor auf einer hohen Auflösung betreiben. Haben hier noch serielle Ports, die wird man eher nicht mehr brauchen. Einen Maus- und Tastaturport, die braucht man auch nicht, die kann man heutzutage per USB anschließen. Einen Line-In und einen Line-Out für das Audio nochmals. Und natürlich einen Power-Supply-Port. Ich öffne jetzt mal den PC für euch. Seht ihr, wie einfach das geht? Wenn der PC so eine Klappe hat, ist er optimal zum Aufrüsten. Und wir schauen uns jetzt mal das Innenleben an. Sieht doch richtig kompakt und gut aus auf den ersten Blick. Ich zeige euch jetzt mal, was der so verbaut hat. Und zwar mit den PCIe-Slots. Das hier ist das Netzteil mit dem Kühler.
Hier ist das DVD-ROM-Laufwerk und hier haben wir unseren Prozessor, auf dem auch schon ein Riesenkühler sitzt. Aber ich verspreche euch eines, der PC ist trotzdem sehr leise und stromsparend und da wird sich der, der die Stromrechnung bezahlen muss, sehr freuen. Und hier bei den PCIe-Slots werden wir uns nachher eine bessere Grafikkarte gönnen, weil mit dieser internen Grafikkarte wird man hier nicht gut zocken können. Und ich sagte ja, unter 200 Euro, wir haben jetzt erstmal 40 bis 50 Euro ausgegeben und haben deshalb noch ein bisschen Spielraum für eine neue Grafikkarte. Dieses Netzteil hier kann man auch ganz nice ausklappen und was sehen wir hier? Eine SSD von Samsung, die empfehle ich auch, falls noch keine verbaut ist, weil dann startet der PC einfach viel schneller und zudem starten die ganzen Games viel schneller und Programme, die ihr habt. Also es ist wirklich eine super Geschwindigkeitsverbesserung zu einem relativ günstigen Preis. Jetzt habe ich hier mal das Laufwerk nach oben genommen. Hier sehen wir die SATA-Kabel. Die sind wichtig für die Datenübertragung zwischen der Festplatte und dem Mainboard. Ich zeige euch jetzt, wie man das abhängt. Wir nehmen jetzt mal an, diese SSD wäre neu. Ihr wollt sie anschließen an eurem PC. Hier habt ihr die Stromversorgung. Hier müsst ihr das SATA-Kabel einstecken. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Ein Stecker kommt vom Mainboard wegen der Datenübertragung. Das andere kommt direkt ans Netzteil. Da stecken wir jetzt hier das kleine SATA-Kabel ein und das andere Ende machen wir an unsere Festplatte dran, also an unsere SSD. Einmal Clip und schon ist es dran. Und hier noch die Stromversorgung, die vom Netzteil kommt. Und auch das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch zuklappen. Ihr seht also Leute, das ist kinderleicht. Man kann hier wirklich, ich würde schon fast sagen, spielerisch eine SSD aufrüsten und hat hier den vielfachen Speed. Hier sind noch die RAM-Riegel und die empfehle ich natürlich auch aufzurüsten. Meistens hat es 4 Slots. Und wir haben hier 8 GB RAM. Und ich werde jetzt auf 16 GB RAM aufrüsten, weil 8 GB sind eigentlich schon nicht mehr zeitgemäß. Die bekommt ihr für ein paar Euro bei eBay, denn die sind DDR3. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn DDR4 schon der Standard eigentlich ist, lässt sich auch 2020 noch sehr gut mit dem DDR3 Standard gamen. Es kommt eigentlich mehr auf die Größe an, also 16 GB bei DDR3, die sind schon ein Muss. Und auch bei DDR3 gibt es verschiedene Taktfrequenzen, also die sind jetzt auf 1600, das ist gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass die meisten Systeme auf 2400 MHz bei DDR4 takten. So, dann haben wir hier unsere neu bestellte Grafikkarte. Das ist eine GeForce GT oder GT 1030. Die hat 2 GB VRAM. Das ist jetzt nicht der Hammer. Standard wären eher schon 6, aber man kann damit wirklich gut zocken. Und das Wichtigste ist, es hat eine SFF-Blende, das heißt eine kleine Blende, damit ihr auch in diesen PC die Grafikkarte reinbekommt. Weil wenn ihr eine größere bzw. bessere oder teurere Grafikkarte kauft, dann geht sie nicht in euren PC rein. Und das nächste Problem ist die Stromversorgung. Dann braucht ihr ein stärkeres Netzteil. Das ist hier der Kühlkörper, also der hat hier keinen Ventilator bzw. drehenden Kühlkörper. Die Hitze dehnt sich einfach so aus und für das, dass der nur passiv gekühlt ist, also ohne aktiv drehenden Ventilator, ist das eine wirklich tolle Grafikkarte. Die werde ich jetzt einbauen, das geht eigentlich auch sehr einfach. Die machen wir in einen PCIe-Slot, einen freien. Einfach schauen, in welche Richtung es am besten reingeht. Da kann man eigentlich eh nichts falsch machen. Dann fest reindrücken, sodass es klippt. Und wenn es geklippt hat, dann ist die Grafikkarte drin. Wenn das Case nicht richtig zugehen sollte, dann wisst ihr, ihr habt etwas falsch gemacht. Hier hätten wir noch die Blende für einen größeren PC. Ihr seht, dass hier diese nicht reinpassen würde.
Wir sehen uns jetzt die zusätzlichen Anschlüsse, die wir mit dem Verbau der neuen Grafikkarte erhalten haben. Wir haben hier einen DVI-D-Anschluss und einen HDMI-Anschluss. Ich würde den HDMI-Anschluss verwenden. Ihr könntet aber auch einen zweiten Bildschirm mit DVI-D oder auch sonst einen Monitor, einen Fernseher anschließen. So, ich mache das Ganze wieder zu, schauen, ob alles hält und fertig. Natürlich wollen wir jetzt sofort wissen, was unser Gerät alles kann und ob es überhaupt hochfährt. Dazu habe ich schon Windows 10 installiert. Ihr seht hier, es wird hier fleißig gebootet und Windows 10 ist schon oben, das habe ich schon raufgespielt. Wenn ihr dazu ein Tutorial wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache euch gern noch eins dazu. Ich werde euch jetzt schnell zeigen, was dieser PC kann. Als CPU haben wir den i5-2500 und 16 GB installiertem RAM. Jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Games denn auf unserem PC laufen. Und dazu gehe ich auf Can You Run It? Das könnt ihr selber auch mit euren eigenen PCs testen. Da müsst ihr ein Programm downloaden, das euch dann sagt, welche Spiele laufen. GTA 5, eines der beliebtesten Spiele, das geht hier auf jeden Fall auf diesem PC. Und 66 der 100 populärsten Spiele gehen auch auf diesem PC. Das heißt, 2/3 aller Games könnt ihr zocken. Hier Valorant, eines der neueren Spiele, vielleicht der nächste Super Esports Titel. Das funktioniert auf jeden Fall auch. CSGO geht auch. Also ihr seht, ihr habt hier eigentlich eine Gaming-Maschine. Auch Fortnite ist kein Problem für diesen PC. LOL, also League of Legends, geht sogar mit den empfohlenen Systemeinstellungen. Dann sehen wir uns noch an Call of Duty. Das geht nicht, das braucht aber auch sehr, sehr viel Systemressourcen. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es nicht geht, aber wahrscheinlich auf sehr minimalen Einstellungen. Fortnite Battle Royale, das funktioniert auch. Also ihr seht schon, wir haben hier einen coolen Gaming-PC, sogar FIFA 20 läuft darauf. Wieder ein 2020er Spiel, das hier drauf geht, das ist Warcraft 3 Reforged. Dann sehen wir uns hier noch ein Spiel an, das nach 4 Jahren seinen Peak feiert und das ist Dead by Daylight. Auch das ist möglich mit diesem Gaming-PC. Schauen wir noch schnell hier in die Liste der Computerdetails. Hier wird also nochmal alles so zusammengefasst, wie ich es ja eh schon gezeigt habe. Wenn ihr Fragen zu diesem PC-Setup habt oder euch mit etwas nicht auskennt, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich, euch zu helfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gern Like, lasst ein Kommi oder ein Abo da. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.